Hier sind die Roboter-News vom Januar 2022, die ersten Nachrichten des neuen Jahres mit folgenden Themen. Ich präsentiere euch die Roboter-Highlights der CES 2022. German Bionic bringt eine neue Generation Exoskelette auf den Markt. Und zum Abschluss gibt es noch die Konjunkturzahlen von 2021 und die Marktprognose des VDMA für 2022. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel und wenn dir unsere monatlichen News gefallen, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und jetzt legen wir direkt los, denn wie immer begann das neue Jahr mit der CES in Las Vegas. Vom 5. bis 8. Januar fängt die Consumer Electric Show statt, eine Technikmesse, auf der Innovationen aus den verschiedensten Branchen vorgestellt werden, die vor allem für Konsumenten interessant sind. Neben den neuesten Fernsehern, Grafikkarten und Gadgets für zu Hause waren natürlich auch einige Roboter dabei. Die spannendsten möchte ich dir heute vorstellen. Fangen wir doch gleich mal mit dem größten Roboter an. John Deere stellt den Traktor 8R vor. Dabei handelt es sich um einen vollautonomen Traktor, der verschiedene Aufgaben übernehmen kann. Er kann 24 Stunden am Tag selbstständig arbeiten und soll noch in diesem Jahr in Großserie produziert werden. Der 8R ist nicht die erste vollautonome Landwirtschaftsmaschine, aber er ist der erste vollautonome Allzwecktraktor. Er kann mit Hilfe einer mobilen App gesteuert werden, die Live-Videos in relevante Daten in Echtzeit anzeigt. Also ich sage ja immer Power to the Power, App to the Sepp. Ja. Aber der Traktor hat auch eine klimatisierte Fahrerkabine, so dass er auch schön bequem mitfahren kann. Zur Navigation nutzt der 8R 6 Stereo-Kamerapaare. Der Traktor kann verschiedene Situationen einschätzen und selbst entscheiden, ob er weiterfährt oder anhält oder im Zweifelsfall Hilfe anfordern. Er weiß, dass wenn Vögel wegfliegen, er nicht anhalten muss. Wenn aber ein Hund auf dem Feld rumläuft, stoppt der Traktor. Das Fahren ist aber natürlich nur ein Teil der Arbeit des Roboters, denn er muss schließlich gleichzeitig eine Aufgabe ausführen und diese auch überwachen. Sei es zum Beispiel mähen, säen, ernten oder eben pflügen. Das Gerät wird von ausgewählten Landwirten in den USA schon seit 2019 getestet und nun geht es also endlich in Serienproduktion. Der 8R wird nicht nur als komplettes System verkauft, sondern es wird auch noch ein Set mit Kameras und Sensoren geben, so dass vorhandene Maschinen auf einen vollautonomen Status umgerüstet werden können. Dieses Kit soll nach Expertenschätzungen um die 50.000 US-Dollar kosten. Zum Preis des 8R selbst ist aktuell noch nichts bekannt. Vom Acker geht es jetzt in unser Zuhause. Hier möchte ich euch zwei neue Roboter vorstellen. Beginnen wir mit einem fast vollautonomen Staubsaugroboter. Roborock hat einen neuen Premium-Saugroboter vorgestellt. Der S7 Max V Ultra kann wischen und saugen und das neue intelligente Docking-System sorgt dafür, dass der Mensch quasi nichts mehr machen muss. Der Mob wird während und nach dem Putzvorgang automatisch gereinigt und auch die Station reinigt sich beim Waschen des Mobs selbst. Es gibt eine automatische Nachfüllfunktion, sodass der Roboter bis zu 300 Quadratmeter mischen kann. Das sind ungefähr 50% mehr als seine Vorgängermodelle und der Staubbeutel soll sogar rund 7 Wochen Staub aufnehmen können. Das heißt, ich muss nur alle 7 Wochen den Staubsaugerbeutel leeren und habe sonst keine Arbeit mehr mit dem Roboter. Die Kombination aus RGB-Kamera, strukturiertem 3D-Licht und einer neuen neuronalen Verarbeitungseinheit ermöglicht es dem Roboter, Objekte in seinem Weg präziser zu erkennen, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Der Roboter erkennt jetzt zum Beispiel auch Möbel und positioniert sie in der App, sodass der Nutzer auswählen kann, wenn ein bestimmter Bereich gesäubert werden soll. Also beispielsweise um den Esstisch herum, ja, dass da die Brösel immer wieder abgesaugt werden. Außerdem erkennt der Roboter verschiedene Bodenbelege und empfiehlt ideale Reinigungsvorgänge, von der Saugkraft bis hin zur besten Reihenfolge der Reinigung einzelner Räume. Der S7 Max V Ultra ist vom TÜV Rheinland für seine Cybersicherheitsstandards zertifiziert. Der Roboter wird ab April in Deutschland erhältlich sein. Die Technik hat aber natürlich auch seinen Preis. 1.399 Euro soll der Roboter kosten, wobei es auch eine günstige Ausführung ohne autonome Dockingstation geben wird. Staubsaugroboter kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren.
Jetzt kommen wir aber zu einem Roboter, den es so noch nicht gab, aber der ein reelles Problem einfach löst. Labrador Systems hat zwei neue Roboter vorgestellt, die eine eigentlich einfache Aufgabe erfüllen. Gegenstände innerhalb des eigenen Hauses von A nach B transportieren. Zielgruppe dieses Roboters sind insbesondere Leute, die auf Gehhilfen wie Krücken oder Rollstühle angewiesen oder ähnlich gehandicapt sind. Die Roboter Caddy und Retriever sehen aus wie Beistelltische auf Rädern und können im Haus des Kunden selbstständig navigieren und Gegenstände mit bis zu 11 Kilo transportieren. Die Roboter sollen Möbeln und Menschen ausweichen und per Sprachbefehl oder per App gesteuert werden können. Wenn sie nicht gebraucht werden, fahren sie automatisch in die Ladestation zurück, damit der Akku immer geladen ist. Das Retriever-Modell kann auch die eigene Höhe verändern und es besitzt einfache Arme, mit deren Hilfe es Tabletts aufnehmen und absetzen kann. Zudem kann ein spezieller Kühlschrank mit motorisierter Tür erworben werden, sodass der Roboter auch Essen holen und ans Bett bringen kann. Die beiden Roboter sollen nun bei ersten Kunden getestet werden, um eventuelle Fehler zu finden und zu beheben. In der zweiten Hälfte 2023 startet dann voraussichtlich die Massenproduktion. Die Roboter sollen rund 4.500 bis 6.000 Euro kosten. Das ist natürlich nicht ganz billig, aber das ist doch eine sinnvolle Erfindung, die vielen Menschen das Leben erleichtern kann. Oder wie siehst du das? Schreib mir gerne dazu die Meinung unten in die Kommentare. Und die letzte Roboter-News von der CES kommt von dem britischen Unternehmen Engineered Arts. Die haben einen humanoiden Roboter namens Ameca vorgestellt. Dieser hat ein menschliches Gesicht, kann Augen- und Gesichtsmuskeln bewegen, mit den Händen gestikulieren und natürlich auch sprechen. Zudem kann er aus der Ferne gesteuert werden. Im Gegensatz zu anderen humanoiden Robotern sollen die Konversationen mit Ameca natürlicher sein. Das bestätigen ja auch verschiedene Messebesucher. Das liegt vor allem auch daran, dass der Roboter Kameras in den Augen hat und somit mit dem Gesprächspartner Blickkontakt hält. Außerdem antwortet Ameca schneller als andere humanoide Roboter, wobei auch Ameca nicht an die menschliche Geschwindigkeit herankommt. Ameca ist bereits der zweite Versuch eines humanoiden Roboters von Engineered Arts. Das Unternehmen hat bereits den Robot Thespian entwickelt, der Augen und Mund bewegen konnte, was aber nicht realistisch aussah. Zielgruppe für den Roboter sind Unternehmen, die auf Messen oder in Geschäften für Aufsehen sorgen wollen. Das heißt, er hat keine tiefergehende Funktion oder weitere Fähigkeiten. Er soll aber immerhin auch Forschungszwecken dienen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass so ein humanoider Roboter, der also wirklich aussieht wie ein Mensch, eher sinnvoller ist. Naja gut, aber ist halt so, gell? Ameca ist auf alle Fälle modular. Er kann als kompletter Roboter gekauft werden oder nur der Oberkörper. Zudem kann man ihn auch mieten. Der Preis muss individuell ausgehandelt werden. Das waren also die Roboter-Highlights von der CES. Allerdings gibt es auch noch andere coole Innovationen, die vorgestellt wurden. Etwa eine Glühbirne, die Körperfunktionen messen kann und erkennt, wenn jemand hinfällt. Oder ein neuer BMW, der die Farbe von weiß auf schwarz wechseln kann. Wer Technik mag, wird bestimmt von ein oder anderen vorgestellten Gadget begeistert sein. Also bei Interesse auf jeden Fall mal nachschauen. Welchen Roboter findest du denn jetzt am spannendsten? Schreib mir es gerne unten in die Kommentare. Das Robotikunternehmen German Bionic hat die fünfte Generation des Cray X Smart Power Suits vorgestellt. Ein Exoskelett, das ab Anfang 2022 weltweit verfügbar sein soll. Nach Angaben der Firma bietet es bis zu 30 Kilo Unterstützung pro Hebevorgang und soll vor allem den unteren Rücken beim Heben schwerer Lasten schützen. Das heißt also, dass dieses Exoskelett angezogen wird und unterstützt dich, also meistens im beruflichen Feld, dass du leichter Lasten heben kannst, ja, und weniger krank wirst. Also praktisch ein menschlicher Roboter. Eine neue Funktion bei dieser Generation des CrayX ist die Entlastung des Trägers auch beim Gehen oder Treppensteigen. Dafür schiebt das Exoskelett die Beine des Trägers nach vorne. Das Exoskelett ist auch in nassen oder staubigen Umgebungen einsetzbar, denn es hat Schutzklasse IP54, hält damit allseitiges Spritzwasser sowie Staub in schädigender Menge aus. So sind Baustellen, Außenlager oder Werkstätten mögliche Einsatzorte.
Des Weiteren wurde das Energiemanagement überarbeitet und mit einer 40-Volt-Batterie ausgestattet. Ein neuer Onboarding-Assistent gibt Tipps und Anweisungen auf einem integrierten Display für sicheres und gesünderes Arbeiten. Die Software warnt bei Anzeichnungen von Fehlhaltungen und falschen Hebetechniken. Das Exoskelett soll vor allen Dingen für bessere Arbeitsbedingungen sorgen und die Mitarbeiter vor körperlichen Schäden durch die hohe Belastung beim Heben und Transportieren von schweren Lasten schützen. Eine tolle Technologie, von der wir bestimmt in Zukunft noch viel mehr sehen werden. Und zum Abschluss haben wir noch die spannenden Marktzahlen von Ende 2021 und die Prognose für 2022 für die Robotik- und Automatisierungsbranche. Der VDMA, also der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, verzeichnet ein zweistelliges Plus im Maschinen- und Anlagenbau. Aktuellen Zahlen zufolge stiegen die Inlandsbestellungen um 13% und die Bestellungen aus dem Ausland sogar um 23%. Und auch ins neue Jahr blickt der Verband mit Zuversicht. 2022 soll die deutsche Robotik- und Automatisierungsbranche um 10% wachsen und somit das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen. Wobei wir jetzt natürlich Lieferengpässe haben und Ende des Jahres sind die Zahlen noch mal ein bisschen nach unten gegangen. Aber wir sind natürlich positiv gestimmt und hoffen natürlich nur das Beste, dass Roboter uns die Arbeit endlich abnehmen und wir Menschen uns um andere Sachen kümmern können. Das waren also unsere ersten Robotik-News im neuen Jahr. Und wenn sie dir gefallen haben, gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir neue Videos hochladen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.